es gibt da ja den Herrn Huber, der ist der Dachverband oder wie auch immer, ich kenne mich nicht genau aus, aber jedenfalls ist dann von den Evangelien und der Protestanten einer der Vertreter, der zusammen an so bioethischen Diskussionen eben teilnimmt und dann wird da eben so ein Konsens eben erarbeitet. Bei den Muslimen hat man da immer dieses praktische Problem, jetzt eine konkrete Lösung zu erarbeiten. Konkrete Geschichte ist einfach, ich habe etwas zu tun mit dem Tierschutz und es gibt ja immer diese Diskussion Schächten bei den Muslimen und es ist ganz schwierig, eine einheitliche Meinung da von den Muslimen herzubekommen. Ja, ja, und weil es gibt zwar schon immer eine Fatwa von einem Ägypter, aber der wird eben von der Strömung besonders respektiert, aber von der anderen leider nicht so. Und wir haben eben keine 100 Jahre Zeit, das auszudiskutieren, sondern wollen eben innerhalb von einer bestimmten Zeit... Ja, ja, Sie wollen das Schächten beenden. Natürlich, ich persönlich schon. Völlig klar. Wissen Sie, was ich finde? Wir sollten mal anständige Studien machen, was mit den Tieren tatsächlich passiert. Warum glauben Sie, gehen Selbstmörder in die Badewanne, schneiden sich die Ader auf, wenn das so furchtbar schlimm wäre, täten die das nicht? Es kann sein, dass Schächten für das Tier viel angenehmer ist, als was wir mit ihnen veranstalten. Die sind voller Stresshormone, wenn wir sie endlich um die Ecke bringen und die fressen wir hinterher und das nennen wir dann gesund. Das heißt, wir sind gar nicht bereit, darüber nachzudenken. Die haben ihr Verhalten zu ändern, die haben es unserem Westlichen anzupassen und ob das Westliche für die armen Tiere und die Esser der Tiere besser ist, das haben wir überhaupt noch nicht objektiv überprüft. Also das ist das Beispiel an dem Tierschutz, aber trotzdem ist da das Beispiel, wie kriege ich aus den unterschiedlichen Gruppen eine einheitliche Meinung? Das ist eben das Problem. Also das, naja, die haben ja alle eine einheitliche Meinung. Ja, jeder für sich. Nein, alle Muslimen sind sich einig, dass alle Juden auch. Das sind 2/3 aller Gläubigen der großen Religionen dieser Erde. Vielleicht ist das besser für die Viecher. Also da gibt es Studien. Ja, ich weiß noch von keiner anständigen Studie. Wissen Sie von einer? Dann geben Sie mir die Literatur. Okay. Das möchte ich gerne wissen. Und wenn es die gäbe, sollte man sie publik machen. Ich meine, ich suche schon lange nach einer Antwort auf die Frage, weil das ein sehr gutes Fallbeispiel ist. Dafür, wie jede Seite meint, sie hat recht und keiner hört zu, was der andere sagt. Also wie gesagt, ich bin gerne bereit, mich mit der Studie zu befassen, aber ich bin nicht sicher, ob unser Weg der bessere ist. Was bei uns in den Schlachthäusern passiert, ist wirklich entsetzlich. Ja, also, jetzt ist nochmal wegzubekommen halt.